sind zurück mit einer neuen Ausgabe 7 Meter und hoffen, dass ihr es euch zu Hause richtig schön gemütlich gemacht habt. Mit Stefan Kretschmer hat eine echte Legende der Handball-Bundesliga seine Traum-7 zusammengestellt und er hatte uns einiges zu erzählen. Mein Name ist Stefan Kretschmer, ehemaliger Handballprofi und jetziger Experte von Sky und Vorstandssport der Füchse Berlin. Und. Oh, Tor ist echt schwer. Also meine Wahl wäre Wieland Schmidt gewesen. Der hat tatsächlich mal Bundesliga gehalten für Hameln, der in meinen Augen aus körperlichen Möglichkeiten, die heute wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen würden oder die in der Bundesliga nicht bestehen würden, das absolut Maximale gemacht. Ich glaube, sein Spitzname war das Phantom und hat die DDR-Nationalmannschaft tatsächlich zum Olympiasieg geführt in Moskau 1980. Auf der Linksaußenposition habe ich natürlich am liebsten zusammengespielt mit meinem alten Zimmerkameraden Bennett Wiegert vom SC Magdeburg, der perfekte Teampartner ist. Wenn es aber darum geht, wer war der beste Linksaußen in der Geschichte der Bundesliga, dann ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei mir zwischen Nikolai Jakobsen und Lars Christiansen. Und ich würde mich für Nikolai entscheiden, weil er ein bisschen der Verwegenere war, weil er einfach noch frecher war als Lars, der wie ein Uhrwerk funktioniert hat. Aber Nikolai war schon die Zaubermaus, nicht umsonst heißt er auch so. Linker Rückraum ist gar nicht so einfach, weil für mich der beste Spieler der Welt, Veselin Vujovic, war auf der Position. Der hat allerdings nie Bundesliga gespielt, deswegen zählt das bei uns halt hier nicht. Lieblingsmannschaftskamerad hatte ich auf halb links nicht, weil die mir nie genug Bälle auf außen gegeben haben. Weswegen ich zu der halblinken Position immer ein gespaltenes Verhältnis habe. Daniel Stephan war sicherlich in der Nationalmannschaft einer, der sehr viel Spielverständnis hatte und den Ball durchaus an alle Positionen auch mal weitergeleitet hat. Vorwiegend natürlich an den Kreis, aber auch mal auf mich. Deswegen ist das eine Koryphäe, der beste Spieler für mich auf der Position. Auf der Mitte muss ich 6 Spieler nennen, die für mich dort eine große Rolle spielen in der Geschichte der Bundesliga. Mein Lieblingsmitspieler war da natürlich Oleg Kuleshov in der legendären Zeit des SC Magdeburg. Wenn es um die besten Spieler aller Zeiten geht, dann entscheide ich mich für eine Kombination aus Andy Schmid, Nikola Karabatic, Ivano Balic, Magnus Wieslander und Talant Dushebaev, um nur einige zu nennen. Da ist es unmöglich, eine Entscheidung zu treffen. Deswegen würde ich bei der Kategorie mich auf meine Sympathie berufen und Oleg Kuleshov als Lieblingsmitspieler nominieren. Rechter Rückraum ist für mich einfach, weil da gibt es tatsächlich nur 2 Spieler, zwischen denen ich mich entscheiden müsste. Mit beiden habe ich zusammengespielt in Magdeburg, Joel Labbadie und Olafur Stefansson. Olafur ist aber das unangefochtene Genie auf der Position und in meinen Augen der beste Spieler, der jemals auf der Position gespielt hat. Toller Typ, guter Charakter, ein bisschen verrückt. Also kann mich an Nächte erinnern, wo wir 8 Stunden am Stück über Politik und Menschenrechte diskutiert haben. Und wenn man Olafur nicht kennt, muss man wissen, dass er Philosophie fernstudiert hat in England, das auch abgeschlossen hat, nicht nur kurz angefangen hat. Und dass er jetzt nach seiner Karriere völlig irre geworden ist, macht irgendwelche Musiktherapien in Island, in Schulen oder Altersheimen. Das ist Florian Kehrmann, sowohl in der Nationalmannschaft als im Verein, einer, der Handball verstanden hat wie kein zweiter Rechtsaußen. Also selbst wenn ich nicht gespielt habe, hat es mir einfach gefallen, ihm zuzuschauen, wie er spielt. Kreis kann es auch nur eine Lösung geben und das nicht nur aufgrund meiner Freundschaft, aber Christian Schwarzer ist für mich der ultimative Kreisläufer und Mannschaftsspieler. Also das ist für mich der ultimative Teamplayer, der in eine Mannschaft kommt und sie sofort verändert, der ihr ein Gesicht gibt, der ihr eine Identifikation gibt, der Mentalität mitbringt. Er war glücklicherweise jahrelang mein Zimmerkamerad, wer weiß, wo ich ohne ihn abgedriftet wäre. Ja, war jemand, zu dem ich immer aufgeschaut habe, auch heute noch, der das nach wie vor lebt und wo man weiß, Handball ist genau seine Welt und lebt für diesen Sport, liebt diesen Sport, kann man sich viel von abschauen. Also toller Kreisläufer. Auch wenn der Ball im Moment leider ruhen muss und ihr euch mit Homeworkouts in Form haltet, wollen wir euch mit der nächsten Masterclass ein bisschen Hallenfeeling nach Hause bringen.
Marian Michalczyk ist mit 111 Treffern einer der Topscorer von GWD Minden und zeigt uns jetzt, wie ihr euch am besten bis zum gegnerischen Tor durchtanken könnt. Marian Michalczyk, GWD Minden, Rückraummitte. Ich zeige euch heute eine Variante des Überziehers, wo ihr euch auch gegen einen stärkeren Gegenspieler durchsetzen könnt. Also zunächst ist entscheidend, dass du den Gegenspieler isolierst. Und dann kannst du diesen Raum optimal ausnutzen. Im Idealfall läufst du erst auf die Wurfarmseite und versuchst dem Abwehrspieler dementsprechend zu täuschen, dass du da durchgehen möchtest. Und dann wird er aufgrund des vielen Raums, den er alleine zu verteidigen hat, offensiv auf dich rauskommen. Und dann nutzt du diese Aggressivität und Nervosität, die der Gegenspieler hat, aus, um ihm ein wenig auszuweichen hinten. Und dann machst du den Überzieher und gehst im letzten Schritt in die Tiefe, um diesen kleinen Vorteil, den du hast, auch mit Exklusivität und Dynamik ausnutzen zu können. Das war meine Variante des Überziehers. Und jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Vielleicht findet ihr in eurer Wohnung oder eurem Garten ein bisschen Platz, wo ihr die trainingsfreie Zeit nutzen und euren Überzieher verbessern könnt. In jedem Fall könnt ihr aber auf Instagram verfolgen, was die Stars der Liquimoli HBL gerade so treiben. Und zu ihnen gehört auch Rudi Falovegi, der seit dieser Saison für den TVB Stuttgart aufläuft. Er hat für uns den Insta-Check gemacht. Hallo, ich bin Rudi Falovegi. Ich spiele Rückraummitte bei dem TVB Stuttgart. Mein Sohn, er ist in Nantes geboren, er ist jetzt 1,5 Jahre alt, ein richtig cooler Typ. Wir tanzen sehr viel zu Hause, das ist ein regelmäßiges Programm. Er liebt, ich denke, fast alle Musik. Er tanzt mit dem Kopf, benutzt die Hände auch und das ist ein richtig schönes Thema, damit wir meine Frau immer ein bisschen irritieren können. Mit Metal natürlich, was immer zurückkommt, das ist ein richtig männliches Programm zu Hause und das genieße ich immer. Meine Schwester, die sind jetzt 22 und 18 Jahre alt. Meine Familie ist sehr wichtig für mich, keine Frage. Diese ganze Erlebnis, was wir als Geschwister, als Familie hatten, ist sehr wichtig. Es ist ein großes Ziel für mich, dass ich eine solche Leben für meine Kinder auch generieren möchte. Also ja, unsere zweite Kinder ist schon auf dem Weg und wir warten sie in April. Sehr aktuell ist, was bei uns immer jeden Tag passiert. Also das geht sehr, sehr viel darum jetzt und wir sind auch sehr gespannt. Wichtigster Punkt in meinem Leben ist natürlich meine Frau. Ohne sie wäre es nicht möglich, das Leben mit Handball, mit Sport so konzentriert, so ruhig zu machen, dass ich gleichzeitig weiß, dass zu Hause alles ist in Ordnung ist und alles in die gute Richtung geht. Und wir haben uns letzten Sommer verheiratet und das war eine richtig schöne Story, dass wir unsere Traumhochzeit quasi organisieren könnten. Ich bin sehr, sehr glücklich mit meinem Leben und ich möchte nochmal mich bedanken für meine Familie. Und dass wir alle gesund sind. Das ist das Wichtigste.
Ein passenderes Schlusswort kann es im Moment wohl kaum geben. Und bevor ich mich mit einer neuen Ausgabe Dingsbums von euch verabschiede, möchte ich euch noch auf eine besondere Aktion der Liquimoli HBL aufmerksam machen. Damit ihr am kommenden Wochenende nicht komplett auf das Rewe Final Four verzichten müsst, zeigen wir euch auf den Kanälen der Liga die schönsten Momente und emotionalsten Partien der gesamten Pokalgeschichte. Also, schaut rein, holt euch den Handball nach Hause. Bis dahin, bleibt gesund. Das ist halt, wenn einer zum Beispiel ein richtig Beinchen stellt oder irgendwie so von hinten kommt und den halt schubst, dass der halt dann ganz schwer verletzt ist, wenn er hinfällt. Also wenn, ja, auch wenn man von hinten kommt. Weil das ist ja unfair, weil man hat ja hinten keine Augen. Wenn man liegt, dann pfeift der Schiedsrichter ab. Der Schiedsrichter pfeift dann ab oder gibt einen Elfmeter oder eine rote Karte oder eine gelbe Karte. Hilfe. 7 Meter. Stimmt, 7 Meter. Wenn man jetzt läuft und der Gegenspieler einen schubst, dann pfeift der Schiri. Dann sagen wir Entschuldigung, helfen ihm wieder aufzustehen. Ja, das ist Regel 8, Regelwidrigkeiten, das Foul. Was ist kein Foul? Kein Foul ist es, den Ball mit der offenen Hand rausspielen, den Gegenspieler mit angewinkeltem Arm zu begleiten und ihn mit dem Rumpf zu sperren. Alles andere stellt eine Regelwidrigkeit dar und ist ein Foul und führt zum Freiwurf oder, wenn es ganz schlimm ist, zum 7 Meter. Yeah.